بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Namen Allahs des Allerbarmherzigen, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und seine Gebete seien für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beim letzten Mal haben wir ein Kapitel behandelt, es lautete: Derjenige, der den Gelehrten und den Führern gehorcht in denjenigen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala für erlaubt erklärt hat, halal erklärt hat, obwohl sie sie verbieten, der hat sie zu Herren genommen. Ja? Und dementsprechend, das nächste Kapitel lehnt sich an diesem Kapitel an und es geht immer noch darum, dass man das, was Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, in irgendeinem Urteil im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man diesem Urteil folgen muss und dass man niemandem gehorchen darf, wenn jemand etwas für erlaubt erklärt. Also auch wenn jemand zu dir kommt und ein Mufti und sagt zu dir, diese Sache ist halal, obwohl du weißt, im Koran steht, das ist haram, dann, wenn du trotzdem das machst, was dieser Mufti dir gesagt hat, dann hast du ihn zu deinem Herrn genommen oder du hast ihn zu deinem Gott genommen und das ist eine Form von Ashirk. Und das folgende Kapitel lehnt sich daran an und der Autor, rahimahullah, sagte, قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Der Autor hat als Titel des folgenden Kapitels hat er einen Vers aus dem Koran zitiert und zwar lautet er, das ist der 60. Vers von Surat al-Nisa, also 4:60. Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, es zu verleugnen, aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, Surat al-Nisa, wundert er sich darüber, dass manche Leute behaupten zu sagen, sie behaupten an den Koran zu glauben und trotzdem, wenn sie mit jemandem ein Streitgespräch haben und sie eine Lösung suchen, jemand, der ihnen sagt, wer Recht hat von den beiden, dann gehen sie nicht zum Koran oder zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern sie gehen zu At-Tagut, das sind hier die falschen Götter, Leute, denen sie praktisch glauben, obwohl das, was sie sagen, im Widerspruch zu dem steht, was Allah im Koran gesagt hat, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Sunna. Und Allah subhanahu wa ta'ala verwundert sich, er sagt, wie kann jemand behaupten, an den Koran zu glauben, und trotzdem, also handelt er nicht dementsprechend, was der Koran eben gesagt hat. Wo ihnen doch anbefohlen worden ist, ungläubig demjenigen gegenüber zu sein, was dem Koran und der Sunna widerspricht. Ja? Wo es genau also das Gegenteil eigentlich das Verlangte ist. Die Sache ist einfach so, dass der Shaitan versucht, den Menschen weit, weit in die Irre zu führen. Und diese Verse, gilt es jetzt zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt mit Al-Kitab und Al-Hikmah. Und das Al-Kitab ist das Buch, das ist der Koran. Und Al-Hikmah ist die Weisheit. Und praktisch die Weisheit ist dasjenige, was dir sagt, wann du welchen Vers im Koran anzuwenden hast. Wie du welchen Vers aus dem Koran zu verstehen hast. Die ist Hikmah, die erklärt dir das. Ja? Und wir nennen das dann eben auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah sagte, also siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was vor dir herabgesandt worden ist. An die Tora, Evangelium, Az-Zabur. Und sie behaupten auch zu glauben an das, was zu dir herabgesandt worden ist, an den Koran. Aber dann, wenn sie eben ein Problem haben miteinander, eine Streitfrage gibt, eine Sache, worüber sich uneinig ist, dann wenden sie sich zu At-Tagut. Und At-Tagut ist eine Steigerungsform, kann man sagen, von dem Wort im Arabischen At-Turyan. Und At-Turyan bedeutet eben, dass man seine Grenzen überschreitet. Und das sind Leute, die ihre Grenzen maßlos überschritten haben, weil sie sich auf die Stufe Gottes gestellt haben. Indem sie etwas, was Allah verboten hat, erlauben oder was Allah
erlaubt hat, verbieten. Darauf der nächste Vers in dieser Ayah lautet: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu diesen Leuten, die nach einer Auffassung sind das die Heuchler, die hier gemeint sind, und nach einer anderen Auffassung sind gemeint die schwachen Gläubigen. Aufgrund bestimmter Überlieferungen, die wir uns gleich anschauen werden, inshallah. Wenn zu ihnen gesagt wird, kommt zu Allah und kommt zu seinem Gesandten, dass er entscheidet, was richtig ist und was falsch ist, dann siehst du, dass die Heuchler sich abwenden. Insofern ist es eine Eigenschaft der Heuchelei, und das ist klar, auch wenn hiermit gemeint sein sollten die schwachen Gläubigen, trotzdem sind das auch sind das Leute mit Eigenschaften von Heuchlern, weil die Eigenschaft eines Heuchlers ist, dass er nach außen hin etwas anderes sagt, als was er im Herzen hat. Ja. Und sie behaupten, sie sagen nach außen, sie behaupten gläubig zu sein, aber nach innen leider wenden sie sich dann nicht eben dem Koran des Sunna zu. Und natürlich, wenn, als Allah sagte, wenn zu ihnen gesagt wird, kommt zu Allah und kommt zum Gesandten, siehst du sie sich abwenden, dann ist natürlich hier das Sehen ist hier gemeint, natürlich nicht im wirklichen Sinne, denn sie kommen erst gar nicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern ihr Zustand beschreibt, oder hier wird der Zustand von solchen Leuten beschrieben, nach außen hin fühlen sie sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hingezogen, aber in Wirklichkeit im Herzen gibt es eine Abneigung zu dem, was er an Offenbarungen bekommen hat. Und eben diese Aussage, Ra'it al-Munafiqin, siehst du die Heuchler sich abwenden, ist der Hinweis darauf, dass eben mit den Versen hier die Heuchler gemeint sind und nicht eben gläubige Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann im folgenden Vers: فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Im darauf folgenden Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Aber wie ist es, wenn sie ein Unglück trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben? Also irgendein Unglück, was Allah sie treffen lässt, aufgrund ihrer eigenen Taten. Also was ihre Hände vorausgeschickt haben, das heißt die Taten, die ihre Hände gemacht haben, und dann diese Taten, die warten auf sie im Yawm al-Qiyamah. Ja? Oder in diesseits eben. Und sie hierauf zu dir kommen und bei Allah schwören: Wir wollten ja nur gut machen und Einklang herstellen. Wir wollten eigentlich zwischen diesen, weil es gibt einen Offenbarungsgrund zu dieser Geschichte, die wir uns gleich anschauen werden. Auf jeden Fall hatten zwei Leute hatten eben ein Streitgespräch gehabt. Die waren sich uneinig in einer bestimmten Sache. Und dann haben eben manche den Vorschlag gemacht: geht doch zu einem Wahrsager. Und das war ein Wahrsager, der unter den Juden immer gerichtet hatte. Und sie sagten: Geht doch zu diesem Wahrsager hin und er wird dann zwischen euch Streit schlichten. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Verse abgesandt hat, haben sie eben gesagt, im Moment, also nachdem sie erfahren haben, dass was sie gemacht haben falsch war, haben sie eben gesagt: Wir wollten doch nur den Streit schlichten zwischen diesen zwei Personen. Die hatten ein Problem, wollten das Problem lösen, mehr nicht. Ja. Aber das richtige Streit schlichten und das richtige Problem lösen, sodass Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist, wird niemals sein, indem man sich einem Wahrsager zuwendet oder sich irgendjemand zuwendet, der keine Ahnung hat von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Das Unglück, was sie trifft, könnte sein Armut, könnte sein eine Dürre, ja, könnte also vieles, viele Möglichkeiten sein. Auf jeden Fall wenden sie sich dann, wenn sie ein Problem haben, dann kommen sie natürlich wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Vorher haben sie sich von ihm abgewandt. Und hier sagen die Heuchler: Wir wollten doch nur Gutes. Wir wollten doch nur Gutes. Aber was wollten sie in Wirklichkeit? Sie wollten nicht bloßgestellt werden vor den Muslimen. Sie wollten nicht bloßgestellt werden. Sie wollten nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala Verse absendet, die sie natürlich bloßstellt, was natürlich in diesem Fall passiert ist. Ja? Sie sagten, das wollten wir, und wir wollten auch
einen Mittelweg finden zwischen Al-Kufr und Al-Iman, und indem wir eben, wie es in einer Überlieferung heißt, zwar ein Streitgespräch zwischen einem Muslim und einem Juden, und der Jude wollte zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen, dass er zwischen ihnen richtet, und der Muslim habe dann gesagt, nein, wir gehen lieber zu dem Wahrsager, weil wenn wir zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen, hat er sich gedacht, der wird durch die Wahrheit sprechen und wird gerecht sein, und das Urteil gefällt mir nicht, ich möchte lieber ein ungerechtes Urteil haben, was zu meinem Gunsten ist. Ja. Und das geht nicht. Man kann nicht zwischen dem Iman an den Koran, den Iman an den Koran vereinen mit solch einer Aussage, das geht nicht. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, das sind diejenigen Menschen, von denen Allah weiß, was ihr in Herzen ist, nämlich Heuchelei, List, Betrügen, ja. Denn Allah subhanahu wa ta'ala kennt, was in den Herzen der Menschen ist. Und daraufhin empfiehlt und befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, fa'arid anhum, so wende dich von ihnen ab, fa'arid anhum, wa'idhum, und ermahne sie, waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, und sag zu ihnen über sie selbst eindringliche Worte. Und sagt zu ihnen selbst eindringliche Worte. Das ist ein Beweis dafür, dass wenn man Nasiha geben will an jemanden, wenn man jemandem einen Ratschlag geben möchte, soll man es ihm unter vier Augen sagen und nicht, indem man es vor anderen Leuten sagt. Denn wenn du vor anderen Leuten einen Ratschlag gibst, dann ist es meist eine Bloßstellung. Ja? Und dann praktisch erklärst du ja den anderen automatisch, was der Fall alles falsch gemacht hat. Auch wenn du was Gutes beabsichtigst. Aber die Absicht alleine reicht nicht aus, denn die Tat, damit Allah subhanahu wa ta'ala sie liebt, und sie annimmt, muss im Einklang sein mit dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und hier sagt eben der Allah subhanahu wa ta'ala, und sagt zu ihnen nur, nicht zu anderen, nicht vor anderen, über sie selbst eindringliche Worte. Und ansonsten wende dich von ihnen ab und ermahne sie und mache ihnen Angst mit diesen Worten, auf dass sie eben sich Allah subhanahu wa ta'ala wieder reuvoll zuwenden werden. Wenn man auf jemanden Einfluss haben möchte, wenn man jemandem etwas sagen möchte, Worte sagen möchte, die etwas bei ihm bewirken sollen, dann muss das auch auf die entsprechende Art und Weise geschehen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er den Leuten etwas mitteilen wollte, ihnen Angst machen wollte und ihnen etwas erzählen wollte vom Jenseits, hat er während der Predigt, also der Khutba, im Jum'a oder anderswo, während er die Khutba gehalten hat, hat er sie sehr laut erhoben und hat sehr laut die Khutba gehalten. Und so laut, dass sogar seine Augen vor Wut rot geworden sind. Ja? Und selbst ist er wütend geworden und man hat ihn beschrieben, als würde er eine Armee warnen davor, dass der Feind eben jetzt gleich auf sie losstürmen wird. Ja? Ganz im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich heutzutage gewohnt sind von vielen Predigten, die ganz ruhig gehalten werden, sodass es für uns ungewohnt ist, wenn wir eine Khutbah halten oder erst hören von einem Imam, der eben sehr laut spricht, sodass man fast denkt, man fliegen einem die Ohren weg. Ja? Aber das ist die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Khutbah gehalten hat. Und nur so, oder das ist mit Sicherheit die beste Art und Weise, wie man eine Khutbah hält, sonst hätte er es nicht so gemacht. Ja? Ebenso, dass man Worte auswählt, nicht nur die Stimme spielt eine Rolle, sondern auch natürlich, dass man die Worte auswählt, die zu dem Thema direkt passen und dass man nicht eben um das Thema herumredet, sondern klare Worte spricht und sich kurz fasst, dass die Leute genau wissen, worum es geht und nicht, dass man, auf Arabisch sagt man nicht, dass also die letzten Worte, die man spricht, die ersten Worte einen vergessen lassen, was er hat am Anfang gesagt hat. Ja? Weil je länger eine Predigt dauert, desto eher vergisst man das, was er am Anfang gesagt hat, logischerweise. Dann, dass man möglichst klar spricht und Hocharabisch spricht oder in der Sprache spricht eben, die die Leute verstehen können. Und das ist meistens die Hochsprache in jeder Sprache und nicht eben ein Dialekt, den manche verstehen und manche andere eben nicht verstehen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, die Ayat, die wir gerade eben gehört haben,
treffen wunderbar auf die Leute zu, die die Eigenschaften Allahs im Koran verfälschen oder uminterpretieren. Denn sie sagen, wir glauben an Allah und wir glauben an den Gesandten, aber wenn zu ihnen gesagt wird, glaubt doch an das, was hier drin steht im Koran und glaubt doch an das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam euch mitgeteilt hat, dann wenden sie sich davon ab und sagen, wir glauben aber lieber dem Gelehrten so und so und wir glauben lieber dem Gelehrten so und so und dem Sheikh so und so und weiß nicht was. Und auch sie sagen, in Wirklichkeit wollen wir nur Gutes und wir möchten eben zwei Dinge miteinander vereinen. Das, was überliefert worden ist, zusammen mit dem, was unser Verstand sagt. Der zweite Vers, den wir in diesem Kapitel uns anschauen möchten, ist die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, stiftet kein Unheil auf Erden, dann sagen sie, wir wollen doch nur Heilstifter sein. Oder wir sind doch nur Heilstifter. Das heißt, wenn zu ihnen gesagt wird, macht nichts Schlechtes, sagen sie, wir machen doch nichts Schlechtes, wir machen was Gutes. Ja. Hier sehen wir, die Maßstäbe sind vertauscht. Das Unheilstiften, Fassad auf der Erde machen, gibt es natürlich zwei Formen von Fassad, logischerweise. Die eine ist der Fassad, den wir mit eigenen Augen praktisch sehen können, im Sinne von dem materialistischen Fassad, wie zum Beispiel das Abreißen von Häusern, das Zerstören von Wegen, das Führen von Krieg und so weiter und so fort. Aber es gibt eben noch die zweite Art von Fassad, und zwar der Fassad im übertragenen Sinne, und zwar der Fassad, das Unheil, das entsteht durch die Sünden, die man begeht. Und die sind selbstverständlich schlimmer als der erste Teil. Denn davon hängt dann das Jenseits ab, das Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah sagte in Surat Ar-Rum, die Römer, im 41. Vers, das Unheil ist schon auf dem Land und auf dem Meer offensichtlich geworden, durch das, was die Menschen durch ihre eigenen Hände erworben haben. Damit er, Allah, ihnen einen Teil dessen kosten möge und kosten lasse, von dem, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Noch einmal, das Unheil ist schon deutlich geworden auf dem Festland und auf dem Meer. Aufgrund was? Aufgrund dessen, was die Menschen selbst getan haben. Aufgrund dessen, was die Menschen mit ihren eigenen Händen erworben haben. Warum passiert das? Warum entsteht das Unheil? Warum lässt Allah das zu? Damit die Menschen einen Teil dessen, was sie getan haben, nicht alles, einen Teil dessen, was sie getan haben, schon im Diesseits spüren. Warum? Einfach nur als Strafe? Nein, aus Barmherzigkeit von Allah, damit sie umkehren, damit sie nicht weitermachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Und welches Unglück auch immer euch trifft, so ist es aufgrund dessen, was eure Hände erworben haben, also was ihr selbst erworben habt. Und er verzeiht vieles. Also Allah subhanahu wa ta'ala zieht den Menschen oder bestraft den Menschen nicht in diesem Leben durch alle Dinge, die er getan hat, sondern nur durch einen Teil, damit er aufhört. Denn wenn er aufhört, Allah wird ihm vergeben und dem Rest auch vergeben. Ähnlich ist der folgende Vers. Der Autor sagte, وَقَوْلُهُ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Und stiftet kein Unheil auf der Erde, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Und die größte Form, wie man Unheil stiftet auf der Erde, ist Al-Kufr, logischerweise. Der Kufr, durch das, wenn man Kufr verbreitet, zieht man die Menschen mit sich in die Hölle. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und das ist das Schlimmste, was man auf der Erde verbreiten kann. Und noch schlimmer ist es ja, nachdem die Ordnung gebracht worden ist. Also es war vorher Unordnung, jetzt wird Ordnung gemacht, das Unheil beseitigt und jetzt kommst du und machst die Ordnung wieder weg. Ja? Das ist noch schlimmer, als wenn vorher schon gar keine Ordnung geherrscht hätte. Was hat das mit dem Thema zu tun?
Was haben diese Verse mit dem Thema zu tun? Ganz einfach, nicht gemäß dem zu urteilen, was Allah subhanahu wa ta'ala abgesandt hat, ist Fassad, ist Unheil. Und verbreitet Ungerechtigkeit und verbreitet, wie gesagt, Unheil unter den Leuten. Und nach dem zu richten und nach dem zu urteilen und nach dem zu handeln, was Allah subhanahu wa ta'ala abgesandt hat, das bedeutet Heil stiften. Das bedeutet, das Gute zu verbreiten. Der nächste Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Allah sagt in Surah Al-Ma'idah im 50. Vers: Begehren Sie etwa das Urteil der Jahiliyya? Wer kann denn besser walten als Allah für Leute, die überzeugt sind? Begehren Sie etwa das Urteil der Jahiliyya? Möchten Sie etwa nach den Regeln der Jahiliyya leben und die Regeln des Islam, die eben heilstiftend waren, nicht mehr haben? Wollen Sie lieber die Regeln des Unheilstiftens? Wer kann aber besser walten, urteilen als Allah für Leute, die überzeugt sind vom Koran und von dem, was Allah hat gesagt? Wenn jetzt jemand folgende Frage aufwirft: Ist das Urteil Allahs wirklich das Beste, was es gibt? Denn es gibt in diesem Leben, und diese Frage wird einem Muslim öfter gestellt oder überhaupt gläubigen Menschen öfter gestellt, ist in diesem Leben jedes Urteil von Allah wirklich gut? Denn zu den Urteilen Allahs gehört alles, was Allah bestimmt hat. Und dazu gehören auch Dinge wie Überschwemmungen und Erdbeben und andere Sachen. Was ist denn daran wirklich gut an diesem Urteil, wie Allah es eben beschrieben hat? Allah sagt: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Wer urteilt besser als Allah? Oder welches Urteil ist schöner als das Urteil Allahs? Oder wer waltet besser als Allah? Ja? Die Frage, die Antwort ist ganz einfach, dass Allah subhanahu wa ta'ala, weil er der Allwissende ist und der Allweise ist, gucken wir nicht nur auf die Tat selbst, sondern wir gucken auf das Ergebnis dieser Tat. Und zwar kann es zwar sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch manche Katastrophen bestimmte Menschen prüft, aber es ist wiederum etwas sehr Gutes für die Menschen, zum Beispiel, die danach kommen. Und die Menschen, die getroffen worden sind, wurden ja auch nicht ungerecht behandelt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte eben klar und deutlich im Koran, erklärt er uns die Geschichten über die Kinder Israels, damit sie ein mahnendes Beispiel sind für uns. Und wir sind später, wir leben nach ihnen, mehrere Jahre danach. Und Allah sagte, فَجَعَلْنَاهَا, also er spricht über ein Volk, dessen Leute Allah subhanahu wa ta'ala zu Affen umgewandelt hat. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Wir machten dies zu einem warnenden Beispiel für alle Zeiten und zu einer Lehre für die Gottesfürchtigen. Die Gottesfürchtigen sind diejenigen, die von diesen Geschichten profitieren. Und die Gottesfürchtigen sind diejenigen, die von Katastrophen, man nennt sie heutzutage Naturkatastrophen, um sie bloß nicht Allah subhanahu wa ta'ala zuzuschreiben. Die Gottesfürchtigen, sie profitieren davon. Und sie wissen ganz genau, dass jeder Mensch, der durch irgendeine Katastrophe umgekommen ist, nicht ungerecht behandelt wird. War ein Gläubiger und ist ertrunken, gilt er bei Allah subhanahu wa ta'ala als Shahid. Und war ein Ungläubiger, so hatte er es gar nicht verdient, überhaupt zu leben. Insofern, wem hat Allah subhanahu wa ta'ala ungerecht getan? Im Gegenteil, er hat ihm viel mehr gegeben. Er hat ihm die
die ganze Zeit Leben, das Essen und Trinken gegeben, auf was ihm eigentlich gar nicht zusteht. Also hat er sich überhaupt nicht zu beschweren. Insofern, liebe Geschwister, diese Sachen kann man nur beweisen und erklären, wenn man natürlich an Al-Akhira glaubt, an das Jenseits glaubt. Aber wenn jemand nicht an das Jenseits glaubt, dann wird für ihn natürlich alles, was auf diesem Leben passiert, an Katastrophen, für immer ein Rätsel bleiben. Abdullah ibn Amr, über ihn wird überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Niemand von euch glaubt, niemand von euch ist wirklich gläubig, bis seine Neigung, seine innere Neigung, demjenigen folgt, mit dem ich entsandt worden bin oder mit das, was ich überbracht habe. Das heißt, deine innere Seele und dein innerer Nafs, deine innere Neigung, sie muss immer im Einklang sein mit dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Dann bist du vollkommen gläubig. Aber wenn du ein Urteil hörst von Allah subhanahu wa ta'ala und es gefällt dir nicht so sehr, dann musst du wissen, dass deine Seele noch nicht auf dem richtigen Weg ist. Diese Überlieferung ist nicht authentisch, ist daif, aber wie gesagt, die Bedeutung ist klar und deutlich, also auch vernünftig und richtig, weil der gläubige Mensch, er ist mit allem einverstanden, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und er verabscheut nichts von dem, was Allah sagt. Ja? Und deswegen ist völlig klar, dass wenn man ein vollkommener Gläubiger sein will, dann muss natürlich immer das, was man gerne hat, muss übereinstimmen mit dem, was Allah mag, und was man verabscheut, muss übereinstimmen mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala auch verabscheut. Aus dem, was jetzt, also aus dem, was wir erwähnt haben, können wir Folgendes sagen, zusammenfassen. Wenn jemand glaubt, dass es andere Urteile, andere Gesetze gibt, die genauso gut sind wie das Gesetz Allahs oder sogar besser sind als das Gesetz Allahs, oder glaubt, dass man jemanden anderes zum Richter nehmen darf, außer das Gesetz Allahs, diese Person ist Kafir. Unter Übereinkunft der Muslime, und darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber derjenige, der im Innersten seine Neigung stimmt nicht immer überein mit dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam überbracht hat, und verabscheut das, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgegeben hat, diese Person ist auch Kafir, zweifellos. Aber wenn er das nicht verabscheut, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, aber sein Problem ist, er liebt das Diesseits zu sehr und zieht es in manchen Dingen vor, diese Person ist kein Kafir, sondern sein Iman ist eben unvollkommen. Ja? Und das ist der Mittelweg, der Weg der von Ahle Sunnah al-Jama'a, alhamdulillah. Dieser Hadith übrigens, den wir gerade eben gehört haben, hat An-Nawawi rahimahullah ta'ala als sahih eingestuft und andere. Und auf der anderen Seite haben Gelehrte, unter ihnen eben Rajab rahimahullah ta'ala, ihn als daif eingestuft, und diese Ansicht ziehen wir vor. Allerdings, wie gesagt, die Bedeutung des Hadiths ist richtig. Jetzt gucken wir uns eine Überlieferung an, die erzählt wird über den Offenbarungsgrund der Ayah, die wir vorhin erwähnt haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich gewundert darüber, wie jemand, wenn er sich streitet oder sich in einer Sache uneinig ist mit jemand anderes, wie kann er sich einem anderen Gesetz außer Allah zuwenden? Wie kann er zu jemandem anderen gehen als zum Koran und zur Sunna? Darüber ist Folgendes überliefert. Ich lese mal auf Arabisch vor, erstmal, und dann auf Deutsch. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. Und zwar, was ich eben auch vorhin gesagt habe, ein Heuchler
und ein Jude, die hatten einen Streit. Daraufhin sagte der Jude: Lass uns zu Muhammad gehen. Denn er wusste, dass dieser kein Bestechungsgeld annimmt. Und der Heuchler sagte: Lass uns lieber zum Juden gehen. Zu den Juden gehen. Weil er wusste, dass diese eben Bestechungsgelder annehmen werden. Daraufhin haben sie sich geeinigt, dass sie zu Juhayna gehen. Entschuldigung, zu einem Wahrsager gehen, in einer Ortschaft namens Juhayna, und dass sie ihn eben entscheiden lassen werden. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers abgesandt. Und diese Überlieferung ist sahih und maqtu' bei At-Tabari, das heißt, die ist authentisch überliefert, geht auf einen Tabi'i zurück, aber eben nicht über einen Sahabi und auch nicht über den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Übrigens, die Sache mit dem Bestechungsgeld, weil das hier erwähnt wird, manche Leute verstehen das falsch. Bestechungsgeld in der Definition bedeutet, dass du jemandem Geld gibst und dadurch das Recht einer anderen Person wegnimmst, oder, das heißt, du bekommst dann das Recht, was jemand anderem eigentlich zusteht, oder du bezahlst Geld, damit die andere Person einfach ihr Recht nicht bekommt, eins von den beiden. Das bedeutet Bestechungsgeld. Ja? Beispiel dafür: Du bestichst einen Richter, dass er dir dieses Grundstück zuschreibt. Das wäre bestimmt, weil du das Recht gehört ihm und du bekommst es jetzt zu Unrecht. Oder du gibst einem Richter Geld, Hauptsache, damit er das Grundstück nicht bekommt. Das nennt man Bestechungsgeld. Aber wenn jemand ihm gehört, das Grundstück, und er würde es nicht anders zurückbekommen, außer wenn er derjenigen Person, zum Beispiel einem Notar, er will einfach aus Ungerechtigkeit ihm das nicht geben. Er drückt ihm aber 100 Euro in die Hand und dann bekommt er das, sein Grundstück, was ihm auch gehört. Das nennt man kein Bestechungsgeld, sondern ist Haram für die Person, die es annimmt, aber für einen selbst überhaupt nicht, weil man hat ja, weil es ja einem gehört. Und deswegen hat das mit Bestechung gar nichts zu tun. Na, dann gehen wir weiter. Ich lese wieder die Überlieferung vor. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Es wird auch erzählt, die Überlieferung habe ich aber nicht gefunden, muss ich sagen. Also weiß nicht, ob die authentisch ist, Allahu a'lam. Es wird erzählt, aber ich erwähne es, weil der Autor eben es im Titel reingeschrieben hat. Es wird erzählt, dass dieser Vers herabgesandt worden ist in Bezug auf zwei Leute, die sich miteinander gestritten haben. Dann sagte der eine: Lass uns zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen, er soll entscheiden. Und der andere sagte: Lass uns lieber zu Ka'ab ibn al-Ashraf gehen. Das war der jüdische Gelehrte. Daraufhin haben sich dann geeinigt, zu Umar ibn al-Khattab zu gehen. Barakallahu fik. Haben sich geeinigt, zu Umar zu gehen. Und dann hat der eine von den beiden ihm erzählt, eben warum sie ausgerechnet zu ihm gehen, dass sie zuvor zum Propheten gehen wollten. Der andere hat gesagt: Gehen wir zu Ka'ab ibn al-Ashraf. Und dann hat Umar radiallahu anhu gesagt zu demjenigen, der nicht zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehen wollte. Hat er gesagt: Stimmt das? Also wolltest du wirklich nicht zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehen? Sagt er: Ja. Daraufhin hat Umar al-Khattab sein Schwert rausgezogen, hat ihn den Kopf abgeschlagen. Es gibt eine Überlieferung über Abdullah ibn Abbas. Und Ibn Hajar rahimahullah sagte, dass der Isnad also jayyid ist, also authentisch ist. Und zwar über Abu Burda al-Aslami radiallahu anhu, dass dieser Vers eben herabgesandt worden ist in Bezug auf einen jüdischen, Entschuldigung, einen Wahrsager, wie ich am Anfang gesagt habe, der zwischen den Juden geurteilt hat. Ja? Also von dem Teil können wir ausgehen, dass authentisch ist, weil das eben die Aussage ist von Abdullah ibn Abbas. Und ebenfalls ist es überliefert, oder diese Überlieferung befindet sich bei Ibn Abi Hatim in seinem Tafsir. Ja. Ja. Und diese Geschichte von Umar radiallahu anhu natürlich weist darauf hin, dass wenn jemand
nicht mit dem einverstanden ist, was Allah herabgesagt hat, dass nicht damit zufrieden ist, dass natürlich kein Muslim ist. Und das ist auch zweifellos der Fall, wenn jemand nicht einverstanden ist und sagt, nee, ich will was anderes, ich bin nicht zufrieden mit dem, was Allah herabgesandt hat, natürlich, das ist eine Form des großen Kufrs, zweifellos. Ja? Das ist was anderes, ob ich sage, ja, ich weiß, dass es richtig ist, aber ich möchte lieber ein anderes Urteil, weil dadurch bekomme ich mein Grundstück, oder ob ich sage, ich mag das Urteil Allahs überhaupt nicht. Ja? Ich verabscheue es. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, jetzt würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, 2 Minuten, und dann machen wir weiter. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babun man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat. Folgendes Kapitel: Wenn man etwas von den Namen und Eigenschaften leugnet. Dieses Kapitel ist eigentlich, sage ich mal, unerwartet spät. Ja? Die Leute, die sich meistens über den Tauhid unterhalten, kennen sich von den Brüdern, die sich um den Tauhid auch kümmern, meistens kennen sich in diesem Gebiet aus und lernen dieses Gebiet als erstes. Und hier sehen wir, alhamdulillah, dass der Autor, wir haben das Buch besteht aus 2 Bänden hier, ja. Und das erste Band haben wir, alhamdulillah, schon fertig. Und das ist jetzt ungefähr so ein Drittel von diesem Band fertig. Und erst nach praktisch, sag ich mal, 4/6, kommt das hin, so, nach meiner Mathematik, vom gesamten Werk kommt erst dieses Thema. Und hier sehen wir eben, dass der Tawhid besteht eben nicht nur aus dieser Thematik, sondern auch aus anderen. Und jetzt reden wir darüber. Also, zu leugnen, etwas zu leugnen von Allahs Namen und Eigenschaften, ist von zweierlei Art. Es gibt 2 Arten zu leugnen. Die erste Art zu leugnen ist, dass man sagt, diese Eigenschaft, die Allah über sich erwähnt hat, die ist nicht, das stimmt nicht. Wir schreiben das Allah nicht zu. Und er glaubt, dass das nicht richtig ist. Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel erschafft aus nichts etwas. Er sagte über, wie heißt es, den Menschen, dass er nichts war, bevor er ihn erschaffen hat. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Der Mensch war gar nichts, aus nichts. Ja? Und danach hat Allah ihn erschaffen, aus dem Nichts. Und man sagt, nee, das stimmt nicht. Allah kann nicht aus dem Nichts erschaffen. Wer so etwas sagt, das ist zweifellos Kufr. Das ist zweifellos Kufr. Wer also sagt, irgendein Name von den Namen Allahs, das ist nicht Allahs Name. Und man sagt, Allah ist Ar-Rahman, nee, ist doch nicht Ar-Rahman. Oder Allah ist As-Sami' Al-Alim im Koran, man sagt, nein, er ist nicht As-Sami' oder er ist nicht Al-Alim. Oder irgendeine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und der Sunna erwähnt hat, wer das leugnet, das ist Kufr, zweifellos. Oder wenn jemand im Koran liest, zum Beispiel, Allahs Hand ist über ihren Händen. Und man sagt, Allah hat keine Hand, das ist Kufr. Weil Allah hat es im Koran erwähnt. Oder wenn man im Koran liest, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich über den Thron erhoben. Und man sagt, nein, Allah hat sich nicht über den Thron erhoben. Also einfach verneint, sagt, nein, es ist nicht so, das ist Kufr. Oder wenn man im Koran liest, dass Nuh a.s. vor den Augen Allahs das Schiff gebaut hat. Ja? Also Allah hat ihn beobachtet, während Nuh das Schiff gebaut hat, und Allah hat ihm die Anweisung gegeben, das Schiff so und so und so bauen. Wer sagt, Allah hat keine Augen, das ist Kufr. Und dies alles durch Übereinkunft der muslimischen Gelehrten. Und darüber gibt es keinen Zweifel, auch nicht bei verschiedenen Sekten oder irgendetwas. Ja? Weil diese Person, die so etwas sagt, die sagt praktisch, das, was Allah gesagt hat, ist falsch. Oder das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ist falsch. Und wenn man so etwas sagt, ist man aus dem Islam ausgetreten. Die zweite Form der Leugnung, die weit verbreitet ist, nennt man Inkaru Ta'wil. Das erste war Inkaru Takdhib. Das zweite ist jetzt Inkaru Ta'wil. Das bedeutet, dass man eigentlich auch leugnet, aber man sagt, es bedeutet etwas anderes. Man sagt, ja, das stimmt zwar, es steht zwar da, dass Allah sich über seinen Thron erhoben hat, nachdem er die 7 Himmel und Erden erschaffen hat, aber gemeint ist, dass er seinen Thron eingenommen hat, dass er über den Thron herrscht,
Und es bedeutet nicht, dass er sich darüber erhoben hat. Wenn man so etwas sagt, das heißt, wenn man die Aussage Allahs uminterpretiert, da steht etwas, aber man sagt, gemeint ist etwas anderes. Über das sagt der Imam al-Shafi'i, das sind die Irregehenden. Das sind die Irregehenden. Wenn jemand etwas uminterpretiert von den Aussagen Allahs allgemein, ohne es zu beweisen, das sind die Irregehenden. Wenn man so etwas tut, eine Eigenschaft Allahs oder einen Namen Allahs uminterpretiert, entweder hat man eine Basis, eine Grundlage, einen Beweis aus der arabischen Sprache oder man hat keinen. Wenn man einen Beweis hat aus der arabischen Sprache, dass man diese Eigenschaft bezogen auf einen Menschen eigentlich auch so und so verstehen kann, dann ist natürlich es keine Form des großen Kufr. Aber wenn die Sache nicht einmal aus der Sprache ableitbar ist, dann ist es selbstverständlich eine große Form des Kufr. Beispiel für das Zweite jetzt. Wenn jemand also sagt, die Aussage Allahs tajri bi'ayunina, gucken wir uns mal an, so, Surat al-Qamar, 14. Vers. Im Surah 54 sagte Allah subhanahu wa ta'ala über Nuh a.s., geht es um seine Geschichte. Da rief er seinen Herrn an: Ich bin überwältigt, so leiste du mir Hilfe. Da öffneten wir ihm, da öffneten wir die Tore des Himmels mit niederströmendem Regen und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen. So traf das Wasser zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen. Und wir trugen ihn, Nuh, auf einem Schiff aus Planken und Nägeln, das vor unseren Augen dahin fuhr. Okay? Das Schiff fuhr vor unseren Augen dahin. So. Allah subhanahu wa ta'ala sagte das im Koran. Wenn jemand kommt und sagt, nein, das ist nicht gemeint, dass es vor Allahs Augen hin fuhr, sondern es fuhr auf der Erde. Das heißt, mit den Augen ist die Erde gemeint. Die Landschaft. Das ist eine große Form des Kufr, zweifellos, weil in der arabischen Sprache kann man das Wort Ein nicht im Sinne von einer Erde verstehen, überhaupt nicht. Sondern wer sowas sagt, der will das einfach nur uminterpretieren, weil er nicht an diese Eigenschaft glauben möchte. Oder anderes Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Ma'idah, in 64. Vers, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Wenn man sagt, seine beiden Hände, damit ist gemeint die Himmel und die Erde, die eine Hand sind die Himmel, die andere Hand die Erde, das ist auch eine große Form des Kufr, weil sowas in der arabischen Sprache nicht gibt, dass man die Erde uminterpretiert, oder dass das Wort Yed im Sinne von Himmel vorkommt, oder das Wort Yed, also Hand, im Sinne von Erde vorkommt, das gibt es nicht. Diese Person leugnet also das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Aber wenn jemand sagt, mit der Hand ist gemeint Allahs Wohltat, Al-Ni'mah, oder Allahs Stärke, Kraft, Al-Quwwah, dies führt nicht zum großen Kufr, weil das Wort Yad im Arabischen im Sinne von Wohltat und im Sinne von Kraft, Stärke vorkommt. Und dafür gibt es Beweise, also aus Gedichten, womit gerade diese Sekten, die so etwas gesagt haben, beweisen wollen. Okay? Allerdings, der Weg natürlich von Ahl Sunnah al-Jama'ah, sie glauben an das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, genauso wie Allah es eben gesagt hat, es sei denn, es gäbe einen Beweis aus dem Koran oder Sunnah, dass es eben nicht der Fall ist. Dazu ist es, gibt es jetzt ein paar Dinge, die nennenswert sind. Zum einen, wenn wir vom Namen Allahs sprechen,
dann reden wir nicht nur von einem Namen, zum Beispiel Ar-Rahman. Das Wort Ar-Rahman, damit ist Allah gemeint. Das Wort As-Sami' ist auch Allah gemeint. Aber es sind zwei verschiedene Worte. Und trotzdem beziehen sie sich alle auf das gleiche Wesen, auf Allah subhanahu wa ta'ala. Warum sind das dann zwei verschiedene Worte? Weil diese zwei verschiedenen Worte zwei verschiedene Bedeutungen in sich tragen. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es so, dass jeder Name, den Allah hat, er verdient diesen Namen auch. Und die Bedeutung, die dieser Name beinhaltet, steht Allah subhanahu wa ta'ala auch zu. Die Eigenschaft, die in diesem Namen drin steckt, steht Allah zu. Beim Menschen ist es nicht so. Ich gebe ein Beispiel dafür. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschrieben wird als As-Sami', der Hörende, und wir übersetzen es immer als der Allhörende, dann ist es nicht einfach so, dass wir sagen, Allah ist der Sami' und fertig. Nein, wir glauben automatisch daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles hören kann. Das bedeutet, es ist nicht nur ein Name, sondern eine Eigenschaft ist direkt impliziert, drin beinhaltet. Bei uns ist es anders. Jemand kann Muhammad kann den Namen Muhammad tragen, ohne eigentlich zu wissen, was dieser Name bedeutet. Oder jemand kann Ali heißen, und Ali bedeutet der Hohe, und trotzdem kann er zu den Menschen gehören, die am meisten erniedrigt sind. Und jemand kann heißen Abdullah, und trotzdem kann es sein, dass er nicht an Allah glaubt und überhaupt nicht Allahs Diener ist, im Sinne von, dass er sich ihm ergeben hat. Ja? Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es anders. Dort sind immer die Namen, die Allah zustehen, beinhalten Eigenschaften. Diese Eigenschaften schreiben wir Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls zu. Und aus den Namen Allahs können sich Dinge automatisch ergeben. Ich gebe ein Beispiel dafür. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, schlagen wir mal auf der Seite 559, so im 12. Vers in Surah At-Talaq, im 65. Surah, Vers 12, Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Wenn wir diesen Vers verinnerlichen, verstehen wir Folgendes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass er die Himmel und Erde erschaffen hat. Damit wir wissen, er sagt uns das, damit wir wissen, dass Allah zu allem die Macht hat. Das ergibt sich nämlich daraus. Dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq ist, der Erschöpfer ist, ergibt sich automatisch aus dieser Eigenschaft, oder aus diesem Namen in diesem Fall, die diese Eigenschaft beinhaltet, logischerweise, ergibt sich automatisch, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht hat, so etwas zu tun. Und es ergibt sich automatisch daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala über diese Schöpfung Bescheid weiß. Und zwar besser als jeder andere, logischerweise. Insofern wissen wir, liebe Geschwister, aus einem Namen oder aus einer Eigenschaft können sich Dinge ergeben. Automatisch Dinge ergeben. Und Allah lehrt uns dies, wie wir diesen Vers gerade eben gehört haben. Ebenso ist es nennenswert, dass die Namen Allahs nicht von bestimmter Anzahl sind. Das heißt, Allahs Namen, wie viele sind es? Nur Allah weiß das, wie viele Namen es sind. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ardah. Er sagte, Allahumma, ein Dua, den der Prophet sallallahu alaihi gesprochen hat, Allahumma inni abduk wa abnu abdik. O Allah, ich bin dein Diener. Und ich bin der Sohn deines Dieners. Und ich bin der Sohn deiner Dienerin. Und in diesem langen Dua, also nicht so lang, aber in diesem Dua,
heißt es dann am Ende: As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ich bitte dich bei jedem Namen, der dir gehört. Das ist eine Form von Tawassul, das darf man machen mit den Namen Allahs, eigentlich darf man Tawassul machen. Ich bitte dich bei jedem Namen, der dir gehört, سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ, den du selbst erwähnt hast. أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ, oder den du im Koran, in deinem Buch herabgesandt hast. أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ, oder den du irgendjemanden von deiner Schöpfung beigebracht hast. أَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ, oder ich bitte dich auch bei jedem Namen, den du im Wissen des Verborgenen, in deinem verborgenen Wissen bei dir bevorzugt hast. Also den niemand weiß außer du, außer dir. Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Verborgenen bevorzugt hat, das kann niemand wissen, weil es eben Teil des Verborgenen ist. Insofern sind die Namen Allahs mehr als diejenigen, die wir kennen. Der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, man ahsaha dakhala al-jannah, Allah hat 99 Namen, wer sie auswendig kennt, wird ins Paradies eingehen. Dieser Hadith ist ebenfalls sahih und bekannt, aber dieser Hadith bedeutet nicht, dass es nur 99 Namen sind. Weil wir vorhin gesagt haben, dass es Namen gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala bei sich im Verborgenen bevorzugt hat und die niemand kennt außer ihm. Sondern gemeint ist, es gibt von den Namen Allahs 99 Stück. Wer sie kennt, wird ins Paradies eingehen. Ja, das ist damit gemeint. Genauso wie man sagen würde, ich habe 100 Pferde für den Dschihad fi Sabilillah vorbereitet. So bedeutet das nicht, dass man nicht vielleicht auch 200 Pferde hat. Ne? Könnte sein, man hat 200 Stück. Ja? Und genauso ist eben die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen. Des Weiteren, liebe Geschwister, wenn wir von den Namen Allahs sprechen, was ist das mit den Namen gemeint? Ein Name, liebe Geschwister, ist nichts mehr als eine Bezeichnung für etwas. Und deswegen, wenn wir sprechen von einem Namen Allahs, dann meinen wir entweder den Namen selbst oder wir meinen damit denjenigen, der damit gemeint ist. Ja? Deswegen also einfaches Beispiel, wenn jemand sagen würde, schlage Zaid, schlag ihn, und jemand würde dann ein Buch herausholen, wo Zaid geschrieben steht und schlägt einmal auf den Namen drauf, dann würde man ihn als verrückt erklären, weil man niemals den Namen selbst gemeint hat, sondern man meinte eigentlich damit die Person, die damit bezeichnet wird. Ja? Das ist eine Sache, die wir alle so verstehen. Und ebenso verhält es sich mit den Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Eigenschaften, das war, was alles gesprochen ging über die Namen Allahs. Jetzt kommen wir zu den Eigenschaften Allahs. Die Eigenschaften Allahs sind in drei Kategorien zu teilen. Die erste Kategorie nennt man Zatiyya oder auch Ma'nawiyya. Die zweite Art von Eigenschaften Allahs nennt man Fi'liyya und die dritte nennt man Khabariyya. Und was diese drei verschiedenen Arten sind, würde ich vorschlagen, wir schieben das auf übernächste Woche, inshallah, liebe Geschwister, weil das macht jetzt keinen Sinn, dass wir jetzt zwei Minuten damit anfangen und dann uns der Adhan ertönt. Aber ich empfehle jedem, auch beim übernächsten Mal wieder zu kommen und was zu lernen, inshallah, denn es gibt viele Sachen, die wir neu erfahren werden, interessante Dinge, die man vielleicht nicht überall erfahren wird, außer in bestimmten Unterrichten. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Taten annimmt und dass er uns den Ikhlas gibt und dass er uns immer dazu leitet, dass wir die Wahrheit über ihn sprechen. Denn, liebe Geschwister,
das Edelste, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat im Koran, sind Allahs Namen, Allahs Eigenschaften. Und deswegen verdienen sie am meisten Aufmerksamkeit von allen gläubigen Menschen. Und ein Zeichen von denjenigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht lieben, sind diejenigen, die nicht über Allah Bescheid wissen. Sie lesen zwar den Koran, kennen zwar vielleicht Fiqh und was nicht was, aber über Allah selbst wissen sie nicht Bescheid. Und dabei ein Drittel von dem, worum es im Koran geht, geht es über Allah selbst. Das zweite Drittel, wie die Gelehrten gesagt haben, geht über Geschichten der Menschen vor uns. Und das dritte Drittel geht um die Gesetze. Ja? Wir sollten, die meisten Leute, vielleicht die meisten, Allahu a'lam, kümmern sich um die Gesetze. Das zweite Drittel, darum kümmern sich vielleicht die wenigsten. Da geht es um das, was die Leute vor uns gemacht haben, an guten und schlechten Sachen, sodass wir nicht die gleichen Fehler machen. Und das dritte ist eben die über Allah subhanahu wa ta'ala selbst, dass wir unseren Schöpfer selbst kennenlernen. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslima kathira.